Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge LS19 Minibrunnen auf der Minibrunnen heute. Ja, spontane dritte Folge, habe ich mir gedacht, weil wir in Firefight the Squad nicht weitergekommen sind. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an und kippen hier mal ab. Ich habe auch noch ein paar neue Mods mit reingefügt. Übrigens, die Kamera ist heute jetzt mal aus. Gar keinen Bock auf die Kamera. Aber wir haben neue Mods drin und zwar diesen wunderschönen Radlader. Und zwar ist es im Grunde der Radlader hier, aber halt in schön, in neu und in schön. Und auch mit der anderen Aufnahme, dass wir halt richtige Radlader-Sachen da dran hängen können. Dann haben wir übrigens, oder habe ich übrigens diesen neuen Volvo gefunden. Das sind jetzt hier alle drei Volvos. Dann haben wir diesen Atlas. Ne, warte mal, Moment mal. Kramer, ne, den hier haben wir neu. Das ist ein Atlas, ein alter Atlas. Das ist eigentlich hier der Kramer, nur als Atlas. Und der kommt wenigstens bis zum Boden. Der Kramer kommt ja nicht bis zum Boden. Dann haben wir neu diesen Tridem Fliegel, einen und genau den und den Reischkipper hier ist auch noch neu und bei der Sätechnik war auch noch was Neues dabei und zwar dieses Horschzeugs hier, das Ding hier. Genau, das ist noch ein bisschen neues Horschzeug. Mal ganz kurz gucken, ob bei Einzelkorn auch noch was dabei war. Aber. Nee, na. Okay. Ja, was machen wir jetzt in der Folge? Wir werden jetzt halt mal düngen und kalken. Aber vorher machen wir den Fahrstruck und den. Oder zumindest den Ladewagen sauber. Den Fahrstruck brauchen wir ja nochmal. Wir machen jetzt heute eine entspannte Folge, machen noch ein bisschen was. Aber jetzt hier kein Stress oder so. Ja. Perfekto. Dann können wir den Ladewagen parken. Den brauchen wir nämlich erstmal nicht mehr. Und dann hängen wir an den Kollegen hier den Düngestreuer ran. Und streuen dann den Dünger. Und später müssen wir dann halt auch noch kalken. Aber ich glaube, Kalk müssen wir ja nämlich erstmal noch kaufen. Kalk haben wir nämlich hier, wie gesagt, oder wie es hier so aussieht. Nur noch die eine Palette. Ich weiß nicht, was drin ist. Wenn jetzt schon Kalk drin ist, dann kalken wir, aber es ist gar nichts drin. Gut, dann düngen wir jetzt erstmal. Jo. Das machen wir jetzt. Vielleicht haben wir Glück und die zwei Düngerpaletten hier reichen. Aber ich glaube jetzt einfach mal nicht, dass die reichen. Das heißt, wir müssen dann noch Dünger holen. Aber ob wir das jetzt in der Folge schaffen, das weiß ich nicht. Das können wir. Wir können es auf jeden Fall kaufen und abholen können wir es ja dann in der nächsten. Dass wir ein bisschen Dünger und ein bisschen Kalk noch kaufen. Da kommt auch der Avant mal wieder zum Einsatz hier beim Düngerladen. Das ist doch nichts. Es gibt doch nichts Schöneres. So, dann fangen wir mal an. Natürlich noch diese Tür, die immer aufgeht. Das ist die Heckscheibe. Ah, machen wir auch zu. Beim Düngen machen wir sie mal zu. Nicht, dass der Dünger in die Kabine geht und wir daran sterben. Das kann ja durchaus passieren. So, A-Punkt.
Und B-Punkt. Ah, jetzt müssen wir ein bisschen darunter. So, machen wir's. Und ab geht's. Dann düngen wir mal. Da wird es dann auch direkt mal dunkelgrün hier, das ganze Zeug. Das ist ja optimal. Ich finde es gut, dass wir. Ich finde diesen Amazonenstreuer echt geil, weil es einfach ein kleiner Düngestreuer ist, den man halt auch mit Kalk füllen kann. Klar braucht man Kalk immer große Mengen und da ist ein kleiner Düngestreuer hier immer eher nicht so vom Vorteil. Aber ich finde es immer kacke, so einen gezogenen Düngestreuer sich zu kaufen, nur um zu kalken. Ich finde so ankengen der einfach besser. Finde ich cooler, machen mehr Spaß. Der ist zwar ein bisschen zu klein für den Fast Track, würde ich jetzt mal behaupten, aber passt schon. Übrigens, den Tiefenloggerer könnten wir uns auch kaufen. Habe ich einen Vorschlag bekommen. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht machen. Weil wir den jetzt nur einmal brauchen. Für das eine Feld theoretisch nur. Aber wenn wir es eh schon mal da haben, radeln wir einfach mal über alle drüber. Und danach haben wir ja eh direkt Saat und dann brauchen wir gar keine Bodenbearbeitung mehr machen. Deswegen lassen wir das dann auch gehen. Mit der Bodenbearbeitung. Das wäre dann einfach nur Zeitverschwendung irgendwo. Irgendwann werden wir wahrscheinlich die zwei Felder auch noch zusammenlegen. Das ist dann nochmal ungefähr eine Bahn mehr, die wir hier dann haben. Aber das machen wir jetzt nicht heute, nicht morgen. Das können wir irgendwann mal machen. Ich hoffe, dass wir gut Geld mit dem Saatgut dann verdienen im Frühling. Das wäre echt sehr, sehr nice. Und ich wüsste was. Wir gönnen uns jetzt einfach den Mittelstreifen mit. Habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Dann sehen wir schon mal, ob sich das rentiert, den umzupflügen. Aber rentieren tut sich's, glaube ich, immer. Vielleicht kriegen wir das große Feld. Ich meine, das kriegen wir fertig. Ich glaube nicht, oder? Wochen. Nee. Niemals. Weil dann ballern wir jetzt das eine Big Pack noch gerade drauf. Doch, wir haben ja noch 500 Liter. Jawohl, dann kriegen wir das Feld fertig. Das andere vielleicht noch angefangen. Das kleine. Und dann hauen wir noch die eine Palette Kalk aufs Feld. Und dann, und dann passt es. Ich meine, solange wir Saatgutpaletten jetzt noch hier stehen haben, können wir das ganze Saatgut verkaufen, was wir haben. Wenn wir die aufgebraucht haben, müssen wir einen Teil ja davon beha hier behalten. Sonst können wir ja nicht weiter ansäen. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn es dann so weit ist. So, gabeln wir schon mal das Kaltzeug da auf. Dann fahren wir nochmal runter und ziehen die eineinhalb Bahnen da noch. Oder die zwei Bahnen, was es noch sind. Und den restlichen Dünger hauen wir aufs kleine Feld noch drauf. Das ist dann etzeller wichtig. Den halben Streifen, den lassen wir, das ist dann echt Verschwendung.
Da können wir halt beim nächsten Mal fangen mal von der Seite an. Und dann gleicht sich das irgendwann schon mal aus. Würde ich mal behaupten. Jo, jo, jo. Oh, hey Leute. Es ist Sonntag, 13 Uhr. Und es ist echt noch sehr früh. Jetzt fahren wir noch aufs große Feld. Aufs große, sag ich schon, aufs kleine. Ach, was ich noch runterladen wollte, waren die Lexion Drescher. Die kleinen, also die alten Lexion. Die alten Lexion wollte ich noch. Ja, die muss ich noch runterladen nach der Folge. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Vielleicht kommen wir gar nicht mehr zum Kalken. Das heißt, wir werden dann in der nächsten Folge, also nächste Woche, wenn wir dann kalken, dann eventuell ja fertig düngern, weil wir werden jetzt hier nicht mehr fertig, da reicht der Dünger nicht mehr. Also fertig düngern, kalken und dann schauen wir mal, was wir jetzt in der Folge noch machen, ist, wir holen den Johnny zurück zum Hof mit Sämaschine. Weil wir ja eh Tiefen lockern müssen. Und dann wird der Fast-Truck mit der Sämaschine hinterherfahren. Dass wir den Fast-Truck. Der Johnny steht ja nur drüben, weil ich fast vergessen hätte, dass wir Bodenproben machen wollten. Ja, machen wir mal hier die Tür auf. Und laden den Kalk auf jeden Fall noch auf. Ja, Kalk ist schon doch noch mal ein wenig schwerer. Wir können auch mal gucken, ob wir irgendwelche Produktionen noch auf die Map bauen. Sowas wie eine Kalk- und Produktion, Düngerproduktion. Ich schau mal, was ich noch so finde, dass wir vielleicht noch ein bisschen was anderes noch mitmachen können. So. Wobei, ey, wisst ihr was, denn lassen wir jetzt so stehen. Dann können wir einfach drunter fahren. Die Hydraulik wird schon nicht ablassen. Haben wir jetzt da einen Kurs gemacht? Nee. Dreschen 6,60 m. Doch, das haben wir. Feld 10 Grubber können wir löschen, weil Feld 10, ein Grubber besitzen wir ja nicht mehr. Ja, ganz kurz, dieses Lenkrad geht mit Simple IC runter. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe Simple IC drauf. Ich hab's aber nicht. Ich kann es jetzt hier auch irgendwie nicht aktivieren. Deswegen werde ich jetzt dann irgendwann nochmal nach einer anderen Simple IC-Version gucken, dass wir vielleicht nächste Woche das Lenkrad runterklappen können. Und wenn nicht, dann lassen wir es halt oben. Ich meine, darauf können wir jetzt theoretisch auch verzichten, aufs Lenkrad. Ganz ehrlich. So, das lassen wir jetzt so stehen. Den Tiefenloggerrad, den leihen wir uns ja dann aus. So. Und dann würde ich sagen, kaufen wir jetzt noch die Dünger- und Saatgutpaletten. Warte mal. Ach, dieses Eier, das wollten wir noch auch noch ausprobieren. Vielleicht machen wir das noch. Also nicht heute, aber irgendwann. Wir wollten Dünger. Kaufen wir mal 1, 2. 3, 4. Die 5 müssten reichen. Und Kalk kaufen wir auch 5. Mal auch 5.
Guck mal ganz, oder haben wir 5 Verkalk? Mal ganz kurz. Die holen wir dann nachher halt ab. Oder in der nächsten Folge. Da können wir bestimmt nochmal reinkippen. Der wird dann jetzt auch demnächst leer, hoffe ich. Dann können wir nämlich den Fendt wieder für was anderes nutzen. Alter Fallner. Weil wenn wir spulen, dann geht's eh voran. Ja, eventuell tauschen wir jetzt den Radlader, also nicht heute, aber in den zukünftigen Folgen gegen den hier aus. Also sprich der gleiche, halt nur in Anführungszeichen schön. Da müssen wir bloß mal gucken, dass wir, ob wir da eine neue Schaufel haben. Also eine neue Schaufel, die beim Radlader dabei ist. Ja. Das ist nämlich die hier. Was ist das? John Deere Schaufel? Ach, das ist dieses Volvo-Ding. Oder wir kaufen uns einfach so eine Leichtgutschaufel direkt. Ich meine, Kombos ist ja. Können wir mal gucken. Ich denke, wir werden uns die Leichtgutschaufel hier kaufen. Oder vielleicht die hier. Die ist. Warte mal, die geht. Ja, auch auf 6000 Liter. Und sieht fast wie ein Cooler aus, wie die. Ja. Ist mir an sich wurscht, ob wir jetzt 8000 Liter oder 6000 Liter haben. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr Bock habt. Aber auf jeden Fall tauschen wir den Radlader, weil das möchte ich mir nicht länger geben, tatsächlich. Und ich habe jetzt einen Radlader gefunden, der vom preislichen her eigentlich perfekt ist. Oder wollen wir es. Ne, wir machen es in der nächsten Folge. Da könnt ihr mal reinschreiben wegen der Schaufel. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge tauschen wir ziemlich sicher den Radlader. Bis zum nächsten Mal. Haut auf jeden Fall raus. Ciao.